Доброго вечора. Сайт «Трибуна», Ірина Козюпа. Дуже рада, що встигли на вашу прес-конференцію, буквально з потяга. Маю до вас питання, Сергій Станіславович, ви на мене не ображаєте. Ich freue mich sehr, bei dieser Pressekonferenz mit dabei zu sein. Bitte ärgern Sie sich nicht, aber ich möchte Sie fragen, die Niederlage gegen Rumänien, ist das Ihr Fehler? Oder was werden Sie im nächsten Spiel ändern? Oder übernehmen Sie dafür die Verantwortung? Jeder ist verantwortlich. Wenn wir uns Fragen stellen zur Mannschaft, sind die... Ich kann nicht sagen, was ich falsch gemacht habe. Ich spiele nicht mit Karten. Ich wähle die Spieler aus, je nach Form und je nach ihrem Niveau, nach ihren Fähigkeiten. Wir spielen hier auf höchstem Niveau bei der Europameisterschaft. Wir haben einige Fehler gemacht, vielleicht bei der Ausstellung, aber ja, natürlich haben wir einige Probleme mit unserer Aufstellung, aber ich bin meinen Spielern wirklich sehr dankbar, auch den Ersatzspielern. Andrew Todos, USPA. Питання до Олександра. Eine Frage für Alexander. Wie steht es innerhalb der Mannschaft? Wie ist die Stimmung? Können wir mehr Angriffsfußball, mehr Offensivfußball morgen erwarten? Ja, solche Dinge passieren eben im Leben. Und nach Spielen wie dem letzten ist es besser, ruhig still zu bleiben, als etwas zu sagen. Aber ich weiß, dass das Gespräch mit den Medien eben ein Teil unseres Lebens ist. Ich hoffe wirklich sehr und ich bin überzeugt, dass wir alle etwas gelernt haben auf dem, was geschehen ist. Und jetzt möchte ich nicht über das Rumänien-Spiel sprechen. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf das Spiel gegen die Slowakei. Und ich bitte Journalisten, ich respektiere Journalisten, es ist schwierig, aber wir müssen halt die Lehren daraus ziehen und uns für das morgige Spiel vorbereiten. Eine Frage für Herrn Rebrov. Wie ist es mit Herrn Mykolenko? Wird er morgen spielen? Ja, wir haben einige Verletzungen bei den Spielern. Michaili wird zusammen mit der Mannschaft trainieren. Wir werden sehen. Er hat seit einer Woche nicht mehr an dem Training teilgenommen. Eine kurze Frage für beide. Wie sehen Sie die Mannschaft der Slowakei? Und wie haben Sie reagiert auf diesen überraschenden Sieg der Slowaken gegen Belgien? Ich habe immer gedacht, dass die Slowakei eine starke Mannschaft ist, eine gute Mannschaft. Sie haben Spieler, die in guten Mannschaften spielen. Es ist eine sehr disziplinierte Mannschaft. Sie haben ein gutes Ergebnis erzielt gegen Belgien. Sie haben eine sehr gute Spielweise. Ich respektiere die Slowakei. Und wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Wenn wir uns auf unser Spiel konzentrieren, sonst können wir nichts gegen die Slowakei ausrichten. Спільне спорт. В мене питання і до Олександра, але й до Сергія Станіславовича, мабуть.
Eine Frage für Herrn Rebrov und Alexander Sinchenko. Es gab Feedback von den Spielern und den Torhütern über die Bälle, die verwendet werden. Peter Schmeichel hat gesagt, dass dieser Ball auf eine gewisse Art und Weise fliegt. Können Sie etwas zu diesem Ball sagen, der hier verwendet wird bei der Europameisterschaft? Als wir gegen Rumänien gespielt haben, haben wir das erst einen Torschuss in der 18. Minute. Also wir haben wirklich keine Meinung zum Ball und kann dazu nichts sagen. Hallo. Eine Frage für Alexander. Wie mein Kollege gesagt hat, wie sehen Sie das Spiel der Slowakei gegen Belgien und was sind die Stärken der slowakischen Mannschaft und was erwarten Sie für morgen? Всі ми очікуємо дуже важкого поєдинку. Це дуже потужна збірна. Вони дійсно грають як команда. Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel. Es ist eine sehr starke Mannschaft. Die verteidigen zusammen, greifen an zusammen. Буде битва. Wir wissen, dass morgen auf jedem Teil des Spielfeldes ein Kampf stattfinden wird. Auf jedem Teil des Spielfeldes. Also erwarten wir ein sehr starkes Spiel morgen. Eine Frage für beide. Es gab sehr viel Kritik über die ukrainische Mannschaft nach dem Rumänien-Spiel. Wie können Sie sich davor schützen, vor dieser Negativität? Jemand hat gesagt, er liest gar nichts und blockiert also das Ganze. Also, ja, es ist schwer zu sagen, wie sich das auf uns auswirkt. Manche sagen, hören Sie sich nichts an, hören Sie nur auf das, was der Trainer sagt. Sie sehen, was wir getan haben nach dem Spiel. Wir haben das Spiel analysiert und alle Spieler verstehen ihre Fehler. Und jeder versteht, warum wir mit einer viel besseren Stimmung aufs Spielfeld kommen müssen morgen. Wir verstehen, welches Land wir repräsentieren. Wir werden sehen, wie sich das auf die Spieler auswirkt. Ich erwarte ein sehr gutes Spiel, weil das letzte Spiel, das vorherige Spiel, wirklich wie eine kalte Dusche war. Eine Frage für Alexander. In der ukrainischen Mannschaft, wo sehen Sie die Stärke der ukrainischen Mannschaft? Kann sie ihre Stärke mobilisieren nach so einer Niederlage? Ми всі живемо, ми всі працюємо над чимось, мріємо. Wir leben alle, wir arbeiten alle, wir träumen alle. Wenn wir keinen Glauben an uns hätten, dann wären wir nicht hier. Ja, eine Sache ist der Glaube, eine andere ist es auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Ich glaube, es ist besser, still zu bleiben und weniger zu sagen. Und erst müssen wir etwas erreichen. Anyone more?
Eine Frage für den Trainer. Als wir mit den Belgiern gesprochen haben, haben sie gesagt, dass besonders das Mittelfeld bei den Slowaken sehr stark ist. Wo ist die Stärke der slowakischen Mannschaft und welche slowakischen Spieler ragen hervor? Я вважаю, що в Словаччині дуже кваліфіковані гравці, навіть вони не грають в топ-командах, але вони дуже кваліфіковані. І, як я сказав, найважливіше в цій збірної – це дисципліна. Як гравці повертаються в свої позиції, як вони працюють, wie sie auf ihre Positionen zurückkehren, wie sie Druck ausüben auf ihre Gegner. Sie könnten Erfolg haben. Андрій Тодос, USPA, питання до Сергія Станіславовича. Wer hat Verletzungen in der Mannschaft? Wir spielen hier bei der EM und jeder gibt sein Bestes. Natürlich haben manche kleinere Verletzungen. Сергій Станіславович, всі футболісти, ви кажете в тому числі, що не був якийсь не той настрой, якось не до кінця. Eine Frage für Herrn Reblow. У футболістів, хоча очевидно, що всі були максимально переживають за збірну, за країну і так далі. Це через те, що перегоріли, це через те, що... Es wurde gesagt, dass die Ukrainer nicht die richtige Stimmung hatten gegen Rumänien. З точки зору психології, скажіть, чому так от склалося? Gibt es etwas, was sie nicht getan haben auf psychologischer Ebene? Це дуже високий рівень. Hier sind wir bei der EM. Wir spielen hier auf höchstem Niveau. Manche Spieler spielen zum ersten Mal bei der EM. Und das kann überwältigend sein. Aber diese Mannschaft haben so viele Punkte erreicht wie Italien in der Qualifizierung. Natürlich machen wir Fehler. Und das ist etwas, was man nicht vermeiden kann, wie Alexander gesagt hat. Wir müssen das Rumänien-Spiel vergessen und morgen frisch auf das Spielfeld kommen. Unsere Spieler verstehen das. Und es ist sehr wichtig, zu warten, bis wir spielen und welche Lehren wir aus dem letzten Spiel gezogen haben. Ich würde gerne fragen, erstens, trotz all dem, was in der Ukraine passiert, wie schwierig ist es, sich auf das Spiel zu konzentrieren und ist es schwieriger als normalerweise? Дивіться, я не знаю вже, в який раз я відповідаю на це запитання. Складно тим, хто зараз ризикуючи своїм життям. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage beantworte. Бореться за нашу незалежність. От їм складно. Wir kämpfen für unser Land, wir kämpfen für unsere Unabhängigkeit. Das ist eine schwierige Aufgabe. Und für uns ist es schwierig, uns zu motivieren. Ich möchte nicht viel zu diesem Thema sagen. Denn ich weiß nicht, was die Leute darüber nachdenken, was ich sage. Es ist wie ein schlimmer Traum, wie ein Albtraum, den wir vergessen müssen. Und wir müssen uns eben motivieren. Und ich glaube, dass jeder gelernt hat, dass wir alles geben müssen, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Wird es Änderungen geben bei der Aufstellung? Als die Spieler sie gebeten haben, die Umkleidekabine zu verlassen am Ende des Spiels, was haben sie da gedacht?
Ja, das lesen Sie in den deutschen Zeitungen. Ja, Spieler können unter sich sprechen. Es war ein schwieriges Spiel, ein wichtiges Spiel für das ganze Land. Und nach dem Spiel haben sie eben unter Männern gesprochen. Und sie haben eben nicht 100% gegeben. Bei uns ist das normal. Vielleicht in Deutschland nicht. Dass die Spieler unter sich sprechen und Fragen stellen, warum ist das passiert? Und deswegen habe ich die Umkleidekabine verlassen, weil sie eben einmal unter sich sprechen wollten.